herzlich willkommen bei einem zweiten Video von mir für das Intact-Team in Hürth. Mein Name ist Gerrit Asenso, ich bin B-Boy, also Breakdancer, seit 18 Jahren von der Nintendo Crew und ich freue mich heute das zweite kleine Tutorial oder ja, Basic-Einheit mit euch zu machen. Heute machen wir auf jeden Fall Monkey Swings, ein paar neue Top Rocks, wieder einen neuen Go-Down und ja, setzen das alles wieder nochmal zusammen. Ich werde Schritt für Schritt vorgehen. Wir fangen auch heute mal mit einem kleinen Warm-up an, heißt Mobilisation. Genau. Wir fangen an mit den Handgelenken, die sind ganz wichtig beim Breaken. Die ist schon auch sehr gut. Jump-Rock an. Wir kicken mit dem rechten Bein zur Seite, gehen mit dem links zur Seite, kicken mit dem linken Bein zur Seite, gehen mit rechts zur Seite. Rechtes Bein kickt, links, linkes Bein kickt, rechts. Jetzt kann man das auch mit verschiedenen Armvariationen machen. Die einfachste ist einfach Hände über Kreuz, zur Seite Schritt, Hände auf, Hände über Kreuz, zur Seite Schritt auf, in die andere Richtung immer, kicken, auf, kicken, auf. Basic Top-Rock. Wenn wir das geschafft haben, kommt als nächster Schritt ein Go-Down, das heißt, wir gehen wieder von oben nach unten. Das machen wir, indem wir springen und dann gleichzeitig nach unten gehen. Wir fangen mit einem In-Instep von letzten Mal an, machen einen In-Instep nach links, jetzt ziehen wir das linke Bein in einen Bogen nach hinten, richtig? Nochmal, In-Instep links, Bogen nach hinten,
Ich springe vom rechten Bein ab, also von dem vorderen Bein, wo gerade draufsteht, und lande auf dem linken Bein. Also mache einen Indie-Step nach vorne, schwinge und springe auf links. Nochmal. Links Indie-Step, schwinge und springe auf links. Wenn wir jetzt hier angekommen sind, geht das rechte Bein wieder nach vorne. Ganz wichtig, rechtes Bein. Nochmal. Indie-Schritt, schwingen, rechtes Bein nach vorne. Jetzt geht die linke Hand zum Boden und das rechte Bein geht dahinter. Nochmal alles zusammen. Ja, in den Step. Auf links, schwingen, rechts Bein nach vorne, links runter. Und gehen hier schon mit dem Oberkörper tief. Können jetzt hier über die linke Schulter drehen. Und haben jetzt das linke Bein vorne. Okay, alles nochmal zusammen. Wir hatten Topwalk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt rechts Bein zurück, links in den Step, schwingen, rechts Schritt, links dahinter, einmal drehen, linkes Bein ist vor. Wir gehen auf die linke Hand. Sehr schön, gut gemacht. Machen wir das Ganze jetzt nochmal zur Musik. Das heißt, wir hatten rechtes Bein kick zuerst nach vorne, Basics Sidestep oder Kickball Change, auch genannt. Wir kicken mit rechts, 1, 2, 3. 6, 7, 8, zurück, linkes Bein, ziehen, rechts, links, drehen, wechseln, links. Sehr schön. Okay. Und machen wir das alles nochmal zur Musik. Wir fangen mit dem rechten Bein an, kick nach vorne, Sidestep. Okay, let's go. angekündigt kommt jetzt der Monkey Swing. Der Monkey Swing, wie der Name schon sagt, ist eine schwingende, okay, Affenbewegung ist es nicht wirklich, aber es kommt ein Gorilla schon ziemlich nah. Dafür müssen wir, hier haben wir aufgehört, das linke Bein war vorne, jetzt wechseln wir auf links und ziehen das rechte Bein weit zur Seite, dass hier praktisch ein L entsteht, durch das linke Bein und das rechte Bein. Jetzt zieht das rechte Bein wieder in die Mitte rein. Und wir wechseln auf die rechte Arm, ganz wichtig. Wenn das Bein vorne ist, Arm wechseln. Bein zurück, linkes Bein zur Seite. Wir ziehen und wechseln. Ziehen rein und wechseln. Auf der anderen Seite wiederholt sich das einfach. Hier auch wieder das L. Wir ziehen mit dem linken Bein rein. Das Bein vorne ist, wechseln wir den Arm. Okay, soweit so gut. Jetzt sieht das natürlich noch nicht so ganz schwunghaft aus. Deswegen, was wir machen, wir schwingen und machen jetzt ein Springen und Wechseln. Schwingen und machen einen springenden Wechsel. Und umso flüssiger man das hinbekommt, umso mehr sieht es wirklich aus, als würde man die ganze Zeit schwingen. Wirklich Monkey Swings machen. Gut. Vereinfacht, rein, wechseln, rein, wechseln. Wenn man das dann wirklich springt, sieht das auch aus, als würde man schwingen. Sehr schön. Okay, wenn wir jetzt den Monkey Swing gemeistert haben, kommt jetzt der nächste Topwalk, Footwork. Wir sind unten, Fußspitze zeigt vom Körper weg und wir machen ein CC mit einem Grab am Bein, ein Schienbein. Wechseln, linkes Bein zur Seite, Fußspitze zeigt weg, Bein ist leicht gebeugt, nicht komplett durchgestreckt, sondern wirklich leicht gebeugt, dass ihr hier auf die Fußspitze drehen könnt. Ganz wichtig, auf die Fußspitze, nicht das Bein komplett strecken, das ist nicht gut für die Knie, wenn man das so macht. Deswegen, also nochmal, rausdrehen und Grab. Wechseln, andere Seite, drehen und grab, wechseln, drehen und grab, drehen und grab. Sehr schön. Okay, jetzt kombinieren wir alles, was wir gemacht haben. Wir fangen mit rechts an, machen immer viermal das gleiche. Let's go, rechtes Bein. 5, 6, 7, 8. Rechts kick, links zur Seite. Kick rechts zur Seite, rechts kick links zur Seite, rechts Bein zurück, links nach vorne, nochmal drehen, links drehen, Bein wechseln, rechts zwingen, links zwingen, rechts zwingen, links zwingen, rechts zwingen, CC links, CC rechts, CC links, CC rechts. Sehr schön. Okay. Das gleiche nochmal.
Seite. Kick zur Seite. Kick zur Seite. Kick zur Seite. Links. Drehen. Links bei der Runde. Rechts bei der Schwingt. Links bei der Schwingt. Rechts bei der Schwingt. Links bei der Schwingt. Vorne. Sisi. Kleine Erinnerung, wo wir stehen geblieben sind. Wir hatten CC auf Rechtswechsel, CC auf Linkswechsel, CC auf Rechtswechsel, CC auf Links. Okay? Beim linken Grab, also wenn das linke Bein vorne ist, rechte an der Hand, dann gehen wir rüber. Wir nehmen das rechte Bein, gehen hier rüber, wechseln, nehmen das Bein nach vorne, zack. Gehen, greifen mit der rechten Arm das linke Bein, setzen es oben, unten ab. Okay, nochmal zu wiederholen. Wir waren hier, haben den Grab gemacht, nehmen das rechte Bein rüber, das linke Bein einmal durch, nehmen das Bein runter, rüber. Sehr schön. Jetzt wechseln wir auf die rechte Hand und drehen über das linke Knie wie eine Schraube nach oben. Okay? Nochmal in eure Richtung. Wir sind hier. Linkes Bein ist vorne. Grab, rüber. Bein schlingelt durch. Ihr greift den Fuß. Oben, unten und jetzt Oberkörper zum gebeugten Bein und wie eine Schraube nach oben drehen. Okay, wenn wir es geschafft haben, erfolgreich aufzustehen, gebe ich euch ein paar Varianten am Handel, das Ganze abzuschließen. Die erste und einfachste Variante ist, das linke Bein ist leicht gebeugt, ihr setzt das rechte Bein oben drauf, greift mit dem rechten Arm die rechte Fußspitze und den linken Arm an den Kopf. Sehr schön, also schnell wird das dann, zack. Wer sich schon ein bisschen mehr traut und schon ein bisschen safe ist im Handstand, der kann an der Stelle auch versuchen, Handstand zu machen. Nochmal zur Handstandtechnik. Arme sind wichtig, ganz gerade. Genau. Fingerspitzen zeigen zum Körper, Beine sind gestreckt, Füße aneinander gedrückt, dann habt ihr ein bisschen mehr Spannung in den Beinen, das ist ganz wichtig beim Handstand. Ihr schwingt mit dem rechten Bein nach hinten und das linke Bein kommt nach. Hände gerade nach vorne. Also rechtes Bein schwingt, linkes kommt nach. Sehr schön. Wer will, kann natürlich hier auch ein paar Variationen machen, das heißt zum Beispiel ein Bein gebeugt, ein Bein gestreckt oder irgendwas anderes, vielleicht beide Beine angewinkelt, je nachdem was ihr wollt, je nachdem was ihr könnt. Okay, jetzt machen wir alles nochmal zusammen, let's go mit Musik. Okay, alles nochmal zusammen, fangen wir rechts an, immer viermal, let's go, gibt alles, hat Spaß. 5, 6, 7, 8 und rechts geht, linke Seite, links, rechte Seite, rechts, links, rechte Seite, rechts, links, rechte Seite. Habt viel Spaß mit den Input, das ich euch gegeben habe und bleibt gesund. Bis dann. Peace.